Wir haben schon in epischer Breite das Thema Liftachsen behandelt und sind ebenso ausführlich auf die damit einhergehenden Effekte eingegangen. Durch das Anheben der hinteren Achse verkürzt sich bekanntlich der Radstand, wodurch zum einen die Wendigkeit des Gesamtzuges verbessert und die Antriebsachse der Zugmaschine entlastet wird. Derselbe Effekt ergibt sich, wenn die dritte Achse nicht sichtbar angehoben wird, sondern deren Balkdruck, je nach Beladungszustand, auf bis zu 1,5 bar reduziert wird und somit die dritte Achse quasi nicht mehr trägt. Der Name dieses Systems: DWC. DWC steht für Dynamic Wheelbase Control, also zu gut Deutsch dynamische Radstandsregelung. Das System muss manuell vom Fahrer am Drehschalter der Bedienkonsole eingeschaltet werden und bleibt so lange aktiv, bis es auf die gleiche Art und Weise wieder deaktiviert wird oder muss, wie hier in diesem Fall, über das optionale Smartboard-System aktiviert werden. Diese Stützlastreduzierung der Antriebsachse der Zugmaschine wird Optiload genannt. Und die beiden vorderen Achsen des Aufliegers tragen dauerhaft die technisch möglichen 9 Tonnen pro Achse und der Balkdruck der dritten Achse wird auf das maximal mögliche Maß reduziert. Die Rangierhilfe in engen Kurven wird OptiTurn genannt. Das System erkennt die gefahrene Geschwindigkeit und errechnet den aktuellen Kurvenradius mithilfe der unterschiedlichen Raddrehzahlen innen und außen. Hier kommt wieder das ABS-System mit Polrad und Sensor zum Einsatz. Bei Geschwindigkeiten unter 30 km/h und Kurvenradien kleiner als 60 Meter reduziert DWC wieder den Balkdruck der dritten Achse. Der Radstand wird verkürzt, die Manövrierfähigkeit verbessert und dies übrigens auch bei Rückwärtsfahrt. Und da die Kurve schnell gemeistert ist, erlaubt OptiTurn die Belastung der hauptsächlich tragenden Achsen auf bis zu 130% auszureizen. Aber ob nun Liftachse oder DWC, Krone erfüllt Kundenwünsche sowohl sichtbar als auch im Verborgenen.